KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen KinoCast. Stellt euch vor, es kommt ein Film namens Imaginary in the Sneak. Aber erstmal zur Vorstellung hier. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Imagine, ein Film. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Imagine all the people. Nee. Imagine all the movies. Ob der Film so gut war wie der Song oder unser Gesang, werdet ihr gleich erfahren. Denn Imaginary war in der Sneak Preview der Film über einen ausgedachten Freund wahrscheinlich. Weiß nicht, wird doch Chris nachher mehr erzählen. Und wir haben auch einen Trailer vorbereitet dazu, damit ihr ein bisschen Eindruck von der Soundkulisse des Films bekommt. Dann sprechen wir über American Fiction, der ja bei den Oscars den Oscar für, jetzt muss ich kurz überlegen, das beste Drehbuch bekommen hat. Ja, genau. Oder bestes Adapted. Ja, nee, Adapted, Entschuldigung. Das war ja ein bereits bestehendes Bestsellerbuch in den USA. Best Adapted Screenplay. Dann hat der Chris noch Champions geschaut auf Sky. Und ja, Kate und ich, wir haben Ferrari geschaut auf Amazon Prime, den neuen Michael Mann-Film, der zum Beispiel Miami Vice gemacht hat. Das Signal, The Signal auf Netflix ist auch ein Thema bei den Serien. Haben wir beide, die Kate und ich, wir haben es alle beide durchgeschaut, die komplette Serie. Mal schauen, was uns da alles erwartet. Wir beginnen mal mit Imaginary. Chris, willst du noch was sagen, bevor ich den Trailer abfeuere? Oder ja, wir haben ihn halt leider alle nicht gesehen. Hm. Du warst unterwegs, ich war leider Elternabend. Krank. Elternabend. Ich wollte es dir jetzt ersparen, nochmal die Wunden aufzureißen. Da war vorher noch ein Vortrag von einer Polizistin, die erzählt hat, hier, was weiß ich, digitale Gefahren und so weiter. Und das scheint ja da ganz schön was abzugehen. Und Drogen. Sie hat gesagt, es gibt keine weiterführende Schule in Deutschland, auf der Drogen kein Thema sind. Ja, hat uns gleich allen den Zahn gezogen. Ich wollte fragen, wieso die aktuellen Preise sind, aber ich habe es dann gelassen. Oh. Feigling. ich kann da noch beisteuern. Die meisten kinderpornografischen Inhalte werden von Drittklässlern zwischen 3 und 4 Uhr nachts verschickt. Statistisch gesehen. Von sich selbst oder was? Die schicken das untereinander rum, ja. Scheiße, ey. Heieiei. Aber gut, Imaginary, Chris. Imaginary, ja, wie gesagt, haben wir jetzt leider verpasst. Ich hatte im Vorfeld mal gesagt, würde mich tatsächlich interessieren, der Film. Jetzt so im Nachgang, wenn ich so die Bewertungen sehe, bin ich, glaube ich, ganz froh, dass der ein bisschen an uns vorbeiging. Ja, es war wohl nicht so der Bringer mit dem Teddybären und dem Kind und dem Gruselwusel. Deswegen, feuer doch mal den Trailer ab. Okay, ich feuer mal den Trailer ab. Verbringst du viel Zeit mit deinem neuen Freund? Er wollte, dass du dir selbst wehtust. Das war Teil des Spiels. Würde ein guter Freund so ein Spiel spielen wollen? In jeder Kultur gibt es Wesen, die Kinder vereinnahmen. Wir nennen sie imaginäre Freunde. Wird ihre Verbindung getrennt, bricht das Wesen in blinde Wut aus. So, ich habe den dann abgeschnitten, weil dann Musik kam. Da habe ich Angst wegen GEMA. Hat ja ein paar alte Folgen von uns ja schon betroffen, wo wir Trailer abgespielt haben, wo ein bisschen so eine Sekunde GEMA-Musik war. Wirklich? Ja, klar. Deswegen habe ich ja viele alte Folgen nochmal editiert. worum geht's denn? Also es geht darum, dass ein Kind bekommt ein Teddybären geschenkt, so quasi als, ja, wie man halt Kindern so Teddybären schenkt, halt irgendwie zum Spielen halt. Und aber offensichtlich entwickelt sich dieser Teddybär so zum imaginären Freund von der Tochter und dann tritt das auf, was hier im Trailer auch schon gesagt wird, dass da wohl doch eine Entität dahinter steckt und als dann die Verbindung mit dem Mädchen getrennt wird, läuft der Teddy dann irgendwie amok oder so. So viel zur relativ interessanten Geschichte. Also das klingt ja so ein bisschen Chucky-mäßig vielleicht und alles Mögliche steckt da drin, aber scheint wohl, jetzt bewegen wir uns im Bereich der Mutmaßung, scheint wohl nicht so gut gewesen zu sein, denn
Also die Wertung, gut, die beste Wertung in unserer Gruppe sind 6 Punkte, aber ich sag mal so, das Gros liegt so bei zwischen 2 und 4 Punkten ungefähr. Was natürlich echt nicht so besonders ist, weil viele, die in die Sneak gehen, sind da doch etwas wohlwollender. Also auch gerade, wenn ein bisschen was außer der Reihe kommt. Und ja, also scheint wohl doch nicht so gut gewesen zu sein. Auch wenn ich hier mal so schaue, bei anderen Webseiten, also Movie Pilot, was haben die? 4,8 von 10 als Wertung. Ja, ist schade. Weil, wie gesagt, ich denke, die Idee dahinter ist ganz lustig. Lustig, aber ja, wahrscheinlich ist die Umsetzung nicht so und wahrscheinlich ist es einfach ein bisschen platt auch. Hängt wieder ganz arg vieles von den Dialogen und dem Verhalten der Protagonisten ab und da kann ich mir schon vorstellen, dass es wieder, wie sagt der Erik das so schön, dumme Menschen tun dumme Dinge. Okay, ja, vielleicht kann man ja mal reinschauen, wenn der dann irgendwo im Streaming-Service oder bei Sky dann mal verfügbar ist, kann man einen Blick riskieren. Also, startet der jetzt schon im Kino? Weil vielleicht hört ja hier irgendwie eine Verleihfirma zu und sagt, ey, ich überzeuge euch vom Gegenteil, hier habt ihr einen Screener. Ja, ich glaube Leonine ist das, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, mal gucken. Also startet am 14. März, ist schon gestartet quasi letzte Woche. Stimmt, den hatten wir ja, bei Neustarts dabei, jetzt erinnere ich mich auch. ist schon gestartet, also vielleicht hatten ja sogar schon jemand gesehen irgendwie. Und dann ist aber meistens, glaube ich, schlecht mit Screenern, wenn der schon gestartet ist. Dann kriegen wir meistens keine mehr, weil dann sagen die, da geht doch ins Kino. Die sehen euch. Ja, ja, alles gut. Aber dann zerreißen wir es halt. Also. Ja, was heißt zerreißen? Also wir bewegen uns ja im Bereich der Mutmaßung. Kann ja durchaus sein, dass es gut war, aber ich sage mal so, die Mehrzahl der Sneak-Abstimmungen liegt dann doch eher im unterdurchschnittlichen Bereich. Und vielleicht werfen wir dann später mal selber einen Blick rein und entweder wir bestätigen diesen Eindruck oder halt eben nicht. Dann werden wir irgendwie in einem halben Jahr nochmal das ansprechen. Okay, dann kommen wir mal lieber dazu, was uns eventuell morgen in der Sneak Preview erwartet, zu der wir, inshallah, beide da sein werden und anschauen. Der Tipp dafür lautet gesucht und gefunden. Und es sind auch 2 Tipps eingegangen. Einmal hat die Susanne gepostet, Arthur der Große, und das wäre ja wirklich toll. Da geht es um einen Mann und einen Hund, die quasi auf Reise gehen. Was natürlich passen könnte, weil es ein Streuner ist. Gesucht und gefunden und dann eine Freundschaft entsteht. Könnte passen. Und die Natalie hat getippt, One Life. Mit Anthony Hopkins. Das wäre natürlich auch krass. Den hatten wir schon. Deswegen wäre das besonders schon. Krass. Ach, stimmt, der kam schon. Wäre das besonders krass, wenn der kommt. Das wäre hart, wenn der nochmal kommt, so hey. Ja, aber ich finde es auf jeden Fall schön. Ich habe jetzt in der letzten Zeit viele neue Mitglieder freigeschaltet für die Gloria Sneak-Gruppe. Ja. Und die beiden hier, die Natalie und die Susanne, die haben, glaube ich, jetzt zum ersten Mal irgendwas getippt oder so. Finde ich auch, ja. Finde ich gut. Ja, also genau. Also wenn Arthur der Große kommt, dann wäre ich schon sehr neidisch auf euch, dass ihr den sehen könnt. Wir hatten aber schon mal so einen Mark Wahlberg-Film mit einem Hund, der hieß, glaube ich, Dog oder so, ne? Aber vielleicht kann der gut mit Hunden und deswegen, ja, mal schauen. Ich habe noch gar nichts getippt, ich muss vielleicht nochmal gucken. Dann werdet ihr es morgen in der Sneak Preview dann erfahren, wenn der Chris das vorliest, die Tipps. Oder in der Gruppe einfach lesen, ihr könnt ja auch dort Mitglied werden. Ihr müsst euch da nur... Er hat Glied gesagt. Ihr müsst das nur beantragen, das wird freigeschaltet aus Spam-Schutzgründen. Ist da ein manueller Prozess vorgeschaltet. Okay. Ja, manuell gesagt. Ja, Manuel. Emanuel. So, gucken wir mal in die Charts rein, was in den Stuttgarter Innenstadtkinos so vorne dabei war und was diese Woche Neues startet. Kinocharts und Neustarts. Also, in Stuttgart, jetzt muss man gucken, die ersten, also Platz 5 ist hier tatsächlich eine Sonderaufführung, eine Übertragung von der Met-Opera La Forza del, weiß nicht, wahrscheinlich La Forza del Ferrari, Forza del Destino, La Forza del Destino heißt es, um es genau zu sein, ist wahrscheinlich irgendeine bekannte Oper, wahrscheinlich musste man die gesehen haben, aber ich Kulturbanause weiß das natürlich nicht. Ja, aber tatsächlich, diese Met Opera Live, die kommen extrem gut an. Das sieht man jetzt auch da wieder. Das ist schon was, das ist so eine richtig schöne Nische, die sich da
gut platziert immer und ja, richtig schön eingerichtet hat. Ich war schon mal in irgendeinem Kino, ich weiß nicht mehr, wann das war, ich glaube, wo ich Oppenheimer geguckt habe oder so. Nee, da lief Barbie parallel. Aber auf jeden Fall lief da irgendwie parallel so eine Met-Opera. Das sind wirklich, das ist ein ganz anderes Klientel, als was man sonst so ins Kino gehen sehen. Und die kamen wirklich so angezogen, wie als würden sie gerade ins Theater gehen. Fand ich sehr schön. Ja. Ich sage ja, das ist so eine ganz eigene Welt da auch. Das finde ich super. Ganz eigene Welt ist auch auf Platz 4 mit Wunderland. Ja, sehr, sehr empfehlenswerter Film. Ey, können wir mal ganz kurz über meine Überleitung sprechen? Ja, aber sehr schön. Ja, genau. Die war ja Kung-Fu-mäßig, oder? Ja, hast es ja genau getroffen, wie mit einem Kung-Fu-Schlag. Denn Kung-Fu Panda ist auf der 3, der neue Film Kung-Fu Panda 4, um genau zu sein. Ja. Und jetzt bin ich auf die Überleitung gespannt zu dem Auschwitz-Drama. Kung-Fu ist ja auch so ein Special Interest und Platz Nummer 2 ist dann halt The Zone of Interest. Okay, gerade nochmal die Kurve gekriegt. Platz 1. So, jetzt bin ich gespannt, wie du hier das Sand aus dem Getriebe nimmst. Genau. Platz 1. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Ich bin aber drauf und dran, mir den mal anzuschauen. Dune in verschiedenen Versionen. In den Innenstadtkinos. Ich würde natürlich die 2D-Atmos-Version empfehlen, gerade bei Dune mit dem ganzen Sound und so, Soundeffekte. Kann man sich bestimmt gut angucken. Dune Part 2, Platz 1. So, und was startet denn alles Neues? Gucken wir erstmal bei kino.de, ob die jetzt mittlerweile wieder back on track sind hier. Sieht ganz gut aus hier. Also, oh la la, wer ahnt denn sowas, ist hier der, der Neustart der Woche. Ey, dieses Heftchen bei Zurück in die Zukunft, wo Marty McFly statt dem Sporteimernach versucht es mitzubringen. Oh la la. Das ist oh la la. Oh la la. Genau. Aber hier ist jetzt eine neue Komödie mit Christian Clavier als Oberhaupt einer Aristokratenfamilie, die von einer bevorstehenden Hochzeit wenig entzückt. Das klingt sehr danach wie diese ganzen anderen. Monsieur Claude und seine Ulalas. Monsieur Claude und dies, Monsieur Claude und das. Klingt sehr wie so ein, als ob sie das Pferd versuchen weiterzureiten. Ja. Ja, dann kommt der Film, den ich hundertprozentig für die Sneak tippen würde, weil gesucht und gefunden. du lachst. Ghostbusters Frozen Empire, die Fortsetzung von Ghostbusters Legacy, die den Weg zurück nach New York City zeigt. Das wäre so cool. Weil sie suchen dort die alten Geisterjäger und sie finden dort die alten Geisterjäger. Das verrät uns der Trailer. Das wäre so cool. Ich werde es vielleicht mal tippen. Genau, dann. Ja, das wäre so cool. Den würde ich so gerne sehen. Der Trailer sah so gut aus. Ich will den Film auf jeden Fall im Kino sehen. Also das auf ist tatsächlich jeden was, Fall. Mich, na, müssen wir uns mal was ausmachen. Was mich vorlockt hinterm Ofen, hey. Dann läuft es auch noch an. Radikal oder Radical, eine Klasse für sich. Ein mexikanischer Feel-Good-Film über einen Lehrer, Chris, hey, der seine SchülerInnen zum eigenständigen Lernen anregt. Mensch, wahrscheinlich so eine Art Dead Poets Society, hier, Club der Toten Dichter. Moment, eigenständiges Lernen und eigenständiges Denken sind zwei Paar Stiefel. Ach so, stimmt, ja. Ja. Aber wir finden das, wenn man trotzdem sich fortbildet und was macht, finden wir ja sowas von super, wie auch der nächste Film, den wir. Ist ja wie ein Traum. Kinder- und Familienfilm, ein norwegischer Animationsfilm, in dem die 11-jährige Hedwig mit Hilfe ihrer Großmutter ein Superheldinnen-Training startet, um in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten. Ist ein Traum. Oder? Genauso wie Dream Szenario. Ja. Eine Horrorkomödie mit Nicolas Cage. Also er hat anscheinend jetzt so seine Nische gefunden im Alter. Nicht wie Liam Neeson, der einfach so allen Leuten auf die Fresse haut in Filmen, nachdem irgendjemand entführt wurde aus seiner Familie. Sondern spielt eher so in Horrorkomödien mit und findet da so sein Ding. Nämlich, er geistert in den Träumen von Millionen von Menschen herum. Und das, eine Horrorkomödie. Gesucht und gefunden, sage ich da mal nur. Was ist da gesucht und gefunden? Naja, er sucht in den Träumen nach den Menschen. Und findet dann die richtigen. Und Nicolas Cage ist nicht unschuldig. Hatten wir zuletzt auch schon mal. Ja, ne? Oh Gott. Die Unschuld, ein Drama, ein japanisches Familiendrama, in dem eine besorgte Mutter den Grund für das Fehlverhalten ihres Sohnes herauszufinden versucht. Der startet auch. Was hat er denn gemacht? Hat er jemanden umgebracht? Unklar. Weiß man nicht. Aber The Kill Room, auf jeden Fall. Ein Thriller mit Uma Thurman und Samuel L. Jackson über eine Geldwäscheoperation in einer Kunstgalerie. Den hatten wir vor 2 Wochen in der Sneak Preview und hatten da auch ausführlich drüber gesprochen. Wir fanden den ganz gut. Hatte zwar so seine Drehbuchschwächen, speziell im Mittelteil, aber
schon ein sehr amüsanter Film mit Samuel L. Jackson und Uma Thurman war wieder seit Kill Bill, war glaube ich das letzte Mal, dass die zusammen waren, oder seit Pulp Fiction, weiß gar nicht mehr. Ja, irgendwie sowas. Dann haben wir noch Slow, ein Drama, wo mir jegliche Beschreibung zu fehlt. Was du da was hast? Nee, gerade nicht. Slow, hier. Jetzt habe ich was. Die Tanzlehrerin Elena und der Gebärdensprachdolmetscher Dovidas lernen sich bei einem Tanzkurs für Jugendliche ohne Gehör kennen und merken sofort, dass zwischen ihnen eine besondere Verbindung besteht. Während sich die beiden also auf eine neue gemeinsame Beziehung einlassen, müssen sie herausfinden, wie sie ihre eigene Art von Intimität aufbauen können. Okay. Gesucht und gefunden, sage ich nur. Ja, wunderbar. Ich bin schon bei der Beschreibung eingeschlafen. Ich glaube, wenn ich das tippe, kommt keiner in die Sneak, ey. Mach doch mal. Guck doch mal, was dann passiert. Another End startet auch noch, ein italienisches Sci-Fi-Drama über einen trauernden Mann, der durch eine neue Technologie noch einmal seiner verstorbenen Partnerin begegnet, weil er gesucht und gefunden. Mhm. Also man sieht mal, dass diese Tipps nichts wert sind. Nichts, gar nichts sind diese Tipps wert. Und wir versuchen uns hier immer irgendwie, vielleicht hört ihr jetzt mal, liebe HörerInnen, wie gut das dann ist, wenn wir dann trotzdem mal einen richtigen Tipp landen, ja, weil diese Tipps sind teilweise so durcheinander. Völlig wild. So, die Missetäter, was sind das? Die Missetäter, hier haben wir doch was. Worum geht's denn da? Oh, 3 Stunden und 10 Minuten geht der, ist auch Top-Film für die Sneak. Moran und Roman versuchen, den Konventionen der Gesellschaft und den Verpflichtungen der Arbeitswelt zu entkommen. Der Plan, da Moran bei einer Bank arbeitet, will er genug Geld für ein entspanntes Leben ohne Malore stehlen. Um den Rest des Lebens nicht auf der Flucht zu sein, will er sich jedoch den Behörden stellen und seine gerechte Strafe im Knast absitzen, während Roman die geklaute Kohle für später versteckt. Gesucht und gefunden, sage ich nur. Ne? Als die beiden auf Worte tatsächlich Taten folgen lassen, und Moran hinter schwedischen Gardinen sitzt, wird die Luft für Roman. Der eine heißt Roman, der andere heißt Moran. Also, wer hat denn das? Also, ist ja so schwierig. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wer ist, wer das Geld stehlen will, wer es verstecken soll. Mit den Ermittlern auf den Fersen flüchtet er aufs Land, um dort das Geld in Sicherheit zu bringen. Dabei läuft er doch in die Arme einer mysteriösen Frau, die alles auf den Kopf stellt. Natürlich. 3 Stunden, 10 Minuten. Drama-Thriller aus, weiß nicht. Der englische Titel ist, oder der Originaltitel, der spanische, Los Delincuentes. Ja, dann weißt du, wo er herkommt. Klingt eher wie Tres Delincuentes, falls das noch jemand kennt. Delinquent Habits, geiler Song. Na gut, das war's, glaube ich, für diese Woche. An Neustarts, da sind ja so viele Top-Filme dabei, ist ja Wahnsinn. Weiß man ja gar nicht, was man nächste Woche alles schauen soll. Lauter Oscar-Kandidaten. Wahrscheinlich lieber nochmal in Dune gehen oder so. Ich meine, hallo, Ghostbusters? Ja. Der vielleicht, aber sonst. Ich würde auch nicht gegen Ghostbusters ins Rennen gehen. Who are you gonna call? Ghostbusters. Da. So, jetzt ist GEMA fällig. Das habt ihr zu tun. So, kommen wir doch mal ins Heimkino und schauen da mal, was wir da so geguckt haben. Heimkino. American Fiction. Muss ich sagen, ich habe alle möglichen Oscar-Kandidaten geschaut im Vorfeld und das war der letzte, den ich geschaut habe, weil irgendwie wirkte der für mich so von der Story, die ich gelesen habe, nicht so, als ist der so sehr interessant. Ich habe wirklich die anderen alle zuerst geschaut und den habe ich wirklich am Nachmittag, bevor dann abends die Oscars waren, geschaut, also am Sonntag. Und was eigentlich Quatsch war, weil der war richtig gut. Ich fand ihn gut. allerdings nur im englischen Original. Worum geht's? Es geht um einen Schriftsteller, gespielt von Jeffrey Wright, der schreibt gute Bücher, also richtig gehaltvolle Bücher und auch von Kritikern wirklich hervorgehobene Bücher. Die feiern seine Werke. Dumm nur, keiner kauft die Bücher. Seine Schwester, die hat so ein bisschen einen anderen Ansatz, die schreibt so, also sie sind beide schwarz und seine Schwester, sie schreibt halt als schwarze Autorin Bücher, wo die so ein bisschen den Nerv treffen, wo sie glaubt, dass weiße Bücher von Schwarzen lesen wollen, so in der Richtung. Ist das seine Schwester? Ja, seine Schwester ist Ärztin.
Nee, wer war das dann? Das war doch irgendwie. Das ist eine andere Autorin. Das ist eine andere Autorin, weil seine Schwester ist Ärztin. Eine andere Autorin, yeah, genau. Achso, seine Schwester, genau, die ist ja ist schon, ja. Okay, also, er lernt die dann kennen und die schreibt halt wirklich so, so was sie denkt, was Weiße lesen wollen. Also das, was wir auch so typisch kennen, so Pulp Fiction-mäßig, so Gangstergeschichten und irgendwie so Menace to Society-Sachen, so im Ghetto von Leuten, die mit übler Sprache arbeiten und explicit und sonst was alles und Drogen und dies und das und jenes. Und das findet er natürlich gar nicht so, ja, also das ist für ihn ja nichts, ne? Er schreibt ja lieber so, wie was ihm halt wichtig ist. Und dann, wie war das, seine Schwester stirbt ja dann relativ zeitig und das bringt ihn dann noch so ein bisschen in Schaffenskrise auch. Und er schreibt dann mal so aus Frust so ein Buch, wo er einfach so völlig, ja, quasi fast karikaturistisch so dieses ganze schwarzen Gangster-Ding mal so ein Roman schreibt. Und der wird dann blöderweise zum riesigen Erfolg. Also da plötzlich sein Manager hat dann plötzlich Anfragen von Verlagen und sonst was alles. Und als dann zum Beispiel auch so Telefonkonferenzen sind mit den Verlegern, die wollen natürlich auch, dass der Autor, er muss sich dann natürlich ein bisschen verleugnen, weil er hat das unter Pseudonym geschrieben. Er muss dann natürlich auch, er stellt seine Stimme auch so ein bisschen, als kommt er wirklich aus dem Ghetto. Ja, ich bin gerade hier aus dem Knast raus und auf der Flucht und so und habe das Buch geschrieben und rede dann so voll im Ghetto-Slang und dieser Sprung, dieser Wechsel ist eigentlich sehr, sehr cool dargestellt. Und parallel dazu aber noch seine ganze Familiengeschichte, die da noch so mit drin ist. Und ja, ich fand den extrem gelungen. Er war unglaublich witzig an manchen Stellen, aber an anderen Stellen wieder sehr, sehr tragisch. Und ich fand gerade so diese Mischung super. Und ich kann es total verstehen, dass er den Preis fürs beste adaptierte Drehbuch bekommen hat. Denn ich weiß nicht, ich kenne jetzt das Buch natürlich nicht, was da zugrunde liegt. Aber ich glaube, in dem Buch war noch sehr, sehr viel mehr drin. Und man hat hier wirklich auf die wichtigen Sachen das runtergekürzt. Und das ist ja eigentlich so die Kunst, wenn man ein Drehbuch adaptiert. Und mir hat er wahnsinnig gut gefallen, der Film. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Nicht so. Nicht tatsächlich. So? Ich habe das alles, das was du sagst, ja, das stimmt schon. Nur, was mich unglaublich gestört hat in dem Film, ist, dass ich fand, der hat keine Geschichte irgendwie zu Ende erzählt richtig. Der hat ganz viele Handlungsstränge aufgemacht, aber kam nie irgendwie zu einer Lösung oder zu einer Conclusion hinten raus, was mich super genervt hat. Es kamen teilweise Sachen damit rein, also wie gerade weil du es schon angesprochen hast, als seine Schwester stirbt, das ist ja jetzt, ja, ist ja nicht so mehr oder weniger, dass es, ja okay, die stirbt halt, sondern es ist halt wirklich so dieses, er macht Heimaturlaub in Boston und quasi vor seinen Augen beim Kaffeetrinken bricht seine Schwester zusammen. Dass man da vielleicht ein bisschen traumatisierter unterwegs ist, könnte ich mir schon vorstellen. Ist er aber nicht so wirklich, dafür seine Mutter umso mehr und auch das wird dann nicht so richtig zu Ende erzählt, dann wird noch natürlich der Bruder mit reingemixt, der natürlich auch noch sein ganz eigenes Päckchen zum Tragen hat. Und ich fand, es kam ganz arg viel Mix rein. Es kam ganz arg viel auch Kritik an der Gesellschaft mit rein. Aber es wurde nie konsequent zu Ende bearbeitet und nie konsequent zu Ende auch erzählt oder sowas. Und das fand ich super nervig irgendwann, weil ich immer gedacht habe, so, ja, geht es jetzt mal weiter? Und irgendwann wusste ich nicht mehr ganz genau, wo will der Film jetzt hin und was will der Film von mir. Und das war, boah, es war tierisch anstrengend dann. Und dann war so viel Blablabla plötzlich drin, wo ich auch gedacht habe, so okay, manchmal muss man vielleicht auch mehr Worte, nicht weniger Worte sagen, sondern mehr Bilder zeigen, was vielleicht auch schon hilft. Aber, boah, tat ich mir echt schwer, weil wie gesagt, viel zu inkonsequent der ganze Film. Der hätte durchaus an ganz vielen Stellen noch deutlich bissiger sein können und deutlich pointierter vielleicht auch. Und das hat er einfach liegen lassen. Das war so, das ist so dieses, du rennst quasi mit dem Ball am Fuß allein aufs Tor zu, aber statt dass du ihn dann voll reinhämmerst, schiebst ihn locker am Tor vorbei. Also ganz viele vergebene Chancen in meinen Augen und fand ich echt schade.
Also gut, er hätte vielleicht an manchen Stellen pointierter sein können, aber wenn du diese Metapher mit dem Ball am Fuß, in dem Film geht es meines Erachtens nicht darum zu zeigen, wie jemand ein Tor schießt, sondern wie jemand zum Beispiel den Ball aus dem eigenen Feld dribbelt wie Messi um Gegner herum, so bis zum gegnerischen Strafraum bringt und dann dort quasi den Pass macht, damit jemand anders den verwandelt. Ich glaube, hier geht es eher, in dem Film geht es eher um den Weg, der das Ziel ist. Wie, ja, was hat das Leben für Überraschungen bereit? Wie meandert man sich da so durch die Gegend? Was ist so der alltägliche Struggle? Und ja, man hat eigentlich keine Möglichkeit, so richtig selber was drauf zu reagieren und irgendwas Einfluss zu nehmen, sondern die meisten Sachen passieren halt dann doch mit viel Glück. Und ja, aber dann ist wirklich die Frage, wenn du das so siehst, dann ist die Frage, warum funktioniert es dann für ihn ab dem Moment, wo er nicht mehr er selber ist? Ja, meine ich ja, hat mit ja, Glück zu tun. Ja, er schreibt das hat er eigentlich gar nicht, das will er eigentlich so gar nicht, ja. Und ich fand auch dann den Vergleich so schön, wo dann sein Manager sagt, naja, pass mal auf, hier, das sind 3 Jim Beam Flaschen oder was auch immer, das war Jack Daniels oder so, ja. Das fand ich dann halt auch so schön und also mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Also hätte ich wirklich nicht gedacht, auch der Darsteller bringt das richtig gut rüber, auch die Nebendarsteller, top gecastet. Darf ich auch noch was dazu sagen? Du hast ihn gar nicht gesehen. Steht gar nicht drin bei dir. Doch. Also ich habe ihn nicht eingetragen, weil ich ihn nicht zu Ende geguckt habe. Ah, okay. Also ich hab die Kleine ins Bett gebracht und kam dann wieder und der Chris hat ihn gerade angefangen zu gucken. Hat er mir erzählt, was in der ersten Viertelstunde passiert ist. Und dann habe ich den geguckt bis zu dem Punkt, wo er in dem Arbeitszimmer sitzt und anfängt diesen Ghetto-Roman zu schreiben. Das war eine schöne Szene, ne? Wo er dann tatsächlich. Ja, wobei ich muss sagen, also die Art, wie er das schreibt und das dargestellt hat, fand ich super, ja. Das Einzige, was mich wirklich gestört hat, ist, ich habe nichts verstanden von denen, was die da geplappert haben, weil das halt so ein Ghetto-Slang war. Dann war irgendwas anderes, ich habe aufgehört zu gucken. Dann habe ich nochmal weitergeguckt auf meinem Account, habe ich hingespult, wo ich aufgehört habe und habe auf Deutsch umgeschaltet und habe mir die Szene nochmal auf Deutsch angeguckt und habe dann verstanden, warum du sagst, man muss sie im Englischen gucken. Ich habe aber den Film nicht zu Ende geguckt, weil A, man muss ihn im Englischen gucken und mir ist aktuell meine Zeit wichtiger, als mich darauf zu konzentrieren, diesen Film zu verstehen in diesem Ghetto-Slang, Nuschel-Englisch. So not Untertitel. Ich habe auch Untertitel eingeschaltet. Ja, aber für Lesen habe ich erst recht keine Zeit. ich muss hören und verstehen, sonst funktioniert das nicht. Das, was ich gesehen habe, hat mir gefallen, aber ich habe es nicht verstanden. Sorry, der ärgert sich mehr darüber, dass eine andere Autorin mit einem ungrammatikal korrekten Buch und einer Art und Weise, wie sie schreibt, ärgert er sich mehr drüber, als dass seine Schwester gestorben ist. Also in dem Moment fängst du doch eher was an zu schreiben, was irgendwie Familie ist oder irgendwas Schwerwiegendes, irgendwas Düsteres. Du versuchst irgendwie deine Trauer wegzuschreiben, als dass du jetzt dich darüber ärgerst, dass das andere Buch erfolgreicher war, das grammatikalisch komplett inkorrekt ist. Das hat mich irgendwie gestört an der Situation. Also da denke ich doch nicht drüber nach in dem Moment, oder nicht? Und ja, vielleicht ist es halt seine Art und Weise. Ist ja auch okay. Mich ja, ich glaube, so Schriftsteller sind schon ein bisschen speziell. Ja, das kann durchaus sein. Das kann schon sein. Aber mich hat es dann einfach nicht mehr gerissen, das weiterzugucken. Dann kommt ja diese Nachbarin ins Spiel, die Schauspielerin finde ich mega unsympathisch. Ey, die kannte ich übrigens von der Bill Cosby Show her noch. Ich habe nämlich noch geguckt. Ich auch. Aber ich fand die total unsympathisch in der Rolle. Und ich weiß nicht, mich hat es nicht gerissen, mich jetzt hinzusetzen und es noch anzugucken und gewaltsam zu verstehen, was die da reden. Wenn sie nicht Slang reden, ist es ja okay. Aber ich fand es einfach anstrengend. Vielleicht gucke ich ihn irgendwann zu Ende, ich weiß es nicht, weil an sich ist das eine interessante Geschichte, die da erzählt wird. Aber, weiß nicht, keine Ahnung, hat mich jetzt nicht so gerissen. Das mit der Nachbarin fand ich sehr, sehr lustig, dass du das auch noch ansprichst. Als die da auftritt, ab dem Moment war klar, oh, das wird seine Freundin. Das fand ich unglaublich vorhersehbar, das war echt Panne. Also, boah. Übel. Also, ja. Das hätte man vielleicht auch. Das ist wieder das, was ich sage, mit viele verpasste Chancen liegen lassen.
Ja. Und ja, wie der Erik sagt, ja, es geht um den Spielzug vorne dran. Ja, aber was bringt dir der schönste Spielzug, wenn hinten raus das Ergebnis nicht passt? Boom! Ja. Du weißt, ja, zum Beispiel der VfB halt. Wurde viele lange Zeit auch sehr oft dafür gelobt. Ja, die spielen ja schön. Die, ja, und genau. Sind fast abgestiegen. Ja, super, aber hat trotzdem. Ihnen richtig viel gebracht. Ich finde aber hier, dass ja gerade diese Themen, die gerade in unserer Gesellschaft ja unheimlich hitzig diskutiert werden. Also alles, was so Rassenthemen und Gender-Themen und was nicht alles. Das wird teilweise alles so hitzig diskutiert. Also wenn du da mal irgendwo was leicht Ironisches vielleicht auszusehen mal irgendwo postest, irgendwo auf Twitter, Threads oder sonst was, warte mal ab, bis dann die Armee zurückkommt und dich da fertig macht. Deswegen fand ich es halt hier gerade so schön, wie gerade so mit diesen Themen so ein bisschen spielerisch leicht umgegangen wurde und eben gerade nicht versucht wurde, für alles eine Lösung zu finden, sondern das wurde halt thematisiert, aber auch irgendwie doch nicht zu tiefgründig und das fand ich gerade gut hier, sehr angenehm zum Schauen. Ja, guck, mir hat es gerade ja. gefehlt, dass so viele ja, Sachen auch deswegen sind, die dann einfach nicht. Mögen ja zum Glück nicht alle Leute die gleichen Filme. Deswegen ja. Von mir, ich gebe, glaube ich, die höchste Wertung hier. Ich gebe 7,5 von 10 und kann da mal eine Empfehlung dalassen. Wer den sehen möchte, ein Oscar-prämierten Film auf Amazon Prime, gibt es den mit ein bisschen Werbung mittlerweile, wenn ihr nicht extra zahlt. Das war auch noch nervig, aber ja. Unglaublich. Also 7,5. Aber sorry, also ich hatte gar keine Werbung. Warum eigentlich? Wahrscheinlich, weil es der Chris schon gestartet hat von eurer IP. Ich habe da hingespult, wo ich aufgehört hatte und hatte keine einzige Werbeunterbrechung. Von eurer IP vielleicht. Hat das mit IP was zu tun oder so? Keine Ahnung. Ich fand es auf jeden Fall super nervig. Wenn der Film fängt an mit Werbung, ich bin so, hey, hallo? Aber ja, so ist es halt inzwischen. Ich gebe ihm 3,5 von 10, weil ich ihn halt echt, weil er mich nicht so gecatcht hat. Okay, das musst du auch noch was sagen. Bei 5,5. Was? Kate muss auch noch was sagen. Ich habe nicht mal die Hälfte vom Film gesehen. So. Ich weiß nicht, ob ich dafür eine Bewertung da lassen soll. Na gut, dann nicht. Also. Wie er gehofft hat, dass du es noch rettest. Nee, ich dachte nur, ja, wenn sie jetzt doch viel gesehen hat und möchte noch eine Wertung da lassen. Na gut. Nee. Okay, dann mal sehen. Champions, das geht ganz super, super schnell. Champions, so Film auf Sky mit Woody Harrelson und Caitlin Olsen. Die solltest du kennen, die Caitlin Olsen. Erik? Fragst du mich? Ja, du der bist Name der Erik. Der Name sagt mir was, aber kann von, jetzt gerade nicht Film It's Always sagen. Sunny in Philadelphia Ach, vielleicht. Ach ja, genau. Ja, daher. Genau. Und ist die Frau von Rob McElhenney. Ja, dem anderen, der aus. Und der jetzt auch ein Wrexham. Ja, genau. Und ja, und Woody Harrelson muss man nicht viel sagen. Ja. Es geht. Ernie Hudson spielt auch noch mit, den kennt man auch. Und Cheech Marin, oh geil. Hier. Super cooler Film. Hier, Born in East L.A., ein irrer Typ will heim. Und der war doch bei From Dusk Till Dawn dabei, ne? Pussy. Ja. Oh Mann. Geht tatsächlich, wirklich, ist ganz schnell erzählt. Geht darum, Woody Harrelson ist Co-Trainer einer Basketballmannschaft. Sehr, sehr impulsiver Typ, wer hätte es gedacht, fliegt dann raus bei seinem Team, weil er sich mit dem Chefcoach anlegt, und zwar ganz gewaltig, nach dem Motto, du hast ja keine Ahnung, lass doch die Jungs spielen, lass es so und so spielen, du weißt ja gar nicht, was du machst, und hier quasi seine Kompetenz überschreitet, wird dann mit Alkohol am Steuer erwischt, naja, was heißt erwischt, also er fährt alkoholisiert Auto und fährt in ein Polizeiauto in den Parken bis hinten rein, das ist halt nicht so clever. Und wird dann zur gemeinnützigen Arbeit verdonnert. Und was passiert natürlich? Ja, er wird Basketballtrainer. Und in dem Fall von kognitiv Beeinträchtigten, von einer Mannschaft, die kognitiv beeinträchtigt sind. Und bringt dann denen so ein bisschen das Basketball näher und führt die auch zum großen Endspiel. Super, super nett erzählte Geschichte. Sehr, sehr witzige Situation, sehr charmante Situation. Jetzt nichts Neues, sondern lauter Sachen, die man schon irgendwoher kennt. Nur halt, ja, cool umgesetzt. Also, wir hatten doch letztes Mal so einen Film in der Sneak mit irgendeinem, der da, war das auch Basketball? Das war doch auch Basketball. Das kann gut sein, ich sage ja, ist nichts Neues. Wie hieß denn der Film? Und wer war denn da der Hauptdarsteller? War das nicht Russell Crowe? Nee, nicht Russell Crowe. Gerard Butler? Oder wer war denn da? Keine der Trainer. Ahnung. Ich such mal nach. Aber es ist halt so komplettes Coming of Age, komplett. Nee, Dings hier, Ben Affleck war das.
Ben Affleck, ja, kann auch sein. Wie gesagt, tut keinem weh, der Film ist super, super nett. Ich fand es so lustig. Kate saß neben mir, hat dann tatsächlich auch mitgeguckt und immer so, wenn die sich so gefreut haben, dann so, oh, guck mal, der hüpft vor Freude. Das war so witzig. Und ja, wie halt alle mit ihren Eigenheiten und den ganzen Beziehungen, die sich dann da entwickeln und dass eigentlich alle doch Champions sind. Der Originalfilm wurde aus Spanien, heißt Wir sind Champions. Und ja, ich brauche gar nicht viel sagen, mehr, glaube ich, weil der ist ja von Bobby Farrelly. Ja, wollte gerade sagen, da, also ich meine, da fällt mir nur Dumm und Dümmer ein und sowas. Also in welcher, was für einen Humor können wir hier erwarten? Ganz einfachen. Ganz, kein Pipi-Kaka. Unter der Gürtellinie oder? Ach nee, geht, okay, alles klar. Nein. Also werde ich mal reingucken. Unter der Gürtellinie eigentlich echt absolut nicht. Da werde ich mal reingucken. Das ist halt, die sind halt so super, es ist teilweise so super herzlich einfach auch. Und deswegen, die eine Spielerin hat ein bisschen ein flinkes Mundwerk, aber ansonsten. Oh, das ist aber, ein flinkes Mundwerk, finde ich aber sehr explizit ausgedrückt, ja. Das, nee, aber es ist wirklich, es macht echt Spaß, man kann in Ruhe angucken. Ohne dass man was groß kaputt macht. Tut kein weh. Ist ein ganz, ganz arg netter Film. Wäre auch bestimmt in der Sneak gut gelaufen. Kann ich bestätigen. Ja. Ist so eine Art Feel-Good-Film mit noch ein bisschen Message. Ganz süß. Hat mir gefallen. Fand ich auch gut. Ja. Ich bin trotzdem nur, in Anführungszeichen, nur bei 5 von 10, weil es halt nichts Neues ist und ja. Es ist vollkommen okay. Absolut durchschnittlicher Film. Okay, du? Punkte? Ich gebe tatsächlich 6 Punkte, weil er einfach knuffig ist, er hat mich zum Lachen gebracht und ich fand das Team so lustig, ich fand die cool. Jeder so ein bisschen speziell auf seine Art und Weise und trotzdem total herzig und am lustigsten, am allerbesten fand ich das die Endcredits. Da machen die wie so eine Art Party, das ist urkomisch gewesen, fand ich richtig süß. Und ich glaube, dass das einfach zeigt, dass sie auch richtig Spaß beim Dreh hatten. Okay. Ja. Ich glaube, ich werde mal reingucken. Den gibt es jetzt gerade wo? Sky. Auf Sky. Okay. Klingt ja gut. Der andere Film hieß übrigens Out of Play, der Weg zurück, den wir in der Sneak Preview hatten mit Ben Affleck, wo er als ehemaliger oder immer noch leicht mit Alkoholproblemen ausgestatteter so eine College-Basketballmannschaft von seiner ehemaligen Uni übernimmt. Ja. Okay, so, Ferrari, hattest du da auch so viel Spaß, Kate? War das auch so lustig wie Champions? Nee, nicht ganz so lustig. Ferrari ist. Du hast ein ja durchaus Benzin Biopic im Blut mit Formel 1. Ja, aber ich bin kein Tifosi, es tut mir leid. Ja, ich auch nicht. genau, ist ein Biopic über Enzo Ferrari. Oder hast du es sogar richtig ausgesprochen, Mensch, das ist ja Respekt. Das ist leicht mit dem italienischen Zungenschlag hier, das war ja super. Der heißt halt so, was soll ich machen? Ja, nee, war super. Enzo wird gespielt von Adam Driver und ich musste echt dreimal hingucken, um ihn zu erkennen, weil er richtig krass Make-up, Haare, alles Hammer, ey. Seine Frau Laura wird gespielt von Penelope Cruz und dann gibt es noch die Geschichte von Enzo Ferrari kennt, eine Geliebte, die Lina Lardi, und die wird gespielt von Shailene Woodley. Das sind so die drei Hauptgestalten. Um was geht's? Im Sommer 57 war es, glaube ich, geht's dem Rennwagenbauer Ferrari nicht besonders gut. Die stehen kurz vor dem Bankrott und im Jahr werden vielleicht so um die 50 Wagen gebaut, Straßenwegen gebaut. Und Enzo ist eher so, ich baue diese Autos, um Rennen zu fahren. Also ich finanziere mit dem Autobau meinen Sport, meinen Rennsport. Und andere Hersteller machen es halt andersrum. Die machen den Rennsport zum Spaß und haben sich halt aufs Autobauen fixiert, Straßenautobauen fixiert. Und Enzo ist da halt ganz anders und sieht halt alles nicht ganz so toll aus momentan geschäftlich, genauso wie privat, denn die vor Jahren gegründete Firma mit seiner Frau steht kurz vor dem Ende und die Ehe ist eigentlich auch kurz vor dem Ende, denn seine Frau Laura
ist gezeichnet vom Schicksal. Sie haben ihren gemeinsamen Sohn verloren und sie ist komplett in ihrer Trauer versunken. Mir ist nicht ganz klar, wie lang der Tod schon her ist, aber es ist schon ein paar Jahre wohl. Und trotzdem ist sie immer noch komplett am Ende. Und er, wie gesagt, hat eine Geliebte, was ihr klar ist. Also er weiß, sie weiß, dass er nachts woanders verbringt. Und was ihr allerdings nicht weiß, ist, dass es nicht nur verschiedene Geliebte sind, sondern eine, mit der er sogar einen Sohn hat. Und das ist nicht so gut für sie. Das findet sie nicht so toll. Auf jeden Fall versuchen sie in dem Sommer das Ruder rumzureißen und wollen ein bekanntes Straßenrennen gewinnen und machen da mit mehreren Fahrzeugen und mit dem Gedanken, wenn wir das gewinnen, dann ist der Name Ferrari groß, dann kaufen mehr Leute die Autos, das heißt, wir können mehr Autos produzieren und die Firma steht nicht vorm Bankrott. Problem an der ganzen Sache ist, dass dieses Rennen bekanntermaßen nicht sonderlich gut ausgeht. Und das ist eben diese Geschichte, diese familiäre Geschichte, diesen Sommer, dieser Sommer wird erzählt, das Rennen wird dargestellt, die Trainings für das Rennen werden dargestellt und auch sehr spektakuläre Unfälle werden gezeigt und natürlich auch der große Unfall bei diesem Rennen, was auch der Grund dafür war, dass dieses Rennen verboten wurde und es nicht mehr stattfindet. Das Emilia, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, Langstreckenstraßenrennen war in diesem Sommer das letzte Mal. Und ich glaube sogar, die haben es gewonnen. Ferrari hat es, glaube ich, so gewonnen. Wir müssen doch einen sehr bekannten Gastdarsteller benennen, der bekanntermaßen auch riesiger Rennsportfan ist. Und ich glaube, der hatte richtig Spaß, da bei dem Film mitzumachen. Und zwar Patrick Dempsey, bekannt aus Grey's Anatomy, spielt einen von den Rennfahrern, schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Grundsätzlich fand ich den Film für ein Biopic ziemlich gut. Es war irgendwie so Einblick in diesen Sommer. Ich fand die Unfälle dargestellt sehr krass. Vielleicht mit ein bisschen wenig Effekten. Es sah teilweise ein bisschen sehr lustig aus, wie da die Leute aus ihren Cockpits geflogen sind, aber egal. Es ist halt ein Biopic und da will ich, ein Biopic wird halt viel über die Person erzählt und ich als Sportfan oder Rennsportfan, Motorsportfan so rum, will halt eigentlich die Rennen sehen und das, wie der Rennstall aufgebaut wurde und so, ne? Es war mir ein bisschen zu viel Familie drumherum und so. Aber grundsätzlich fand ich den Film gut. Kann ich voll nachvollziehen, ja. Ich will mehr Rennsport sehen bei sowas. Ich möchte sehen, wie der seinen Rennstall aufgebaut hat. Ich will wissen, mit was für Struggle die in den Trainings hatten. Oder vielleicht sogar was über einen längeren Zeitraum, wie dann der Rennsport sich entwickelt hat. Die sind da alle ohne Gurt rumgefahren, auf der Straße, bei weiß ich nicht wie viel km/h. Ja, das wäre doch mal interessant, die Entwicklung von so einem Rennstall zu sehen, wenn irgendwelche Sicherheitsbedenken aufkommen und so. Das will ich sehen und nicht ein Sommer vom Leben von Enzo Ferrari. Also ich glaube, da gibt es wesentlich mehr zu erzählen als einen Sommer. Ich hatte aber prinzipiell mit dem Film so zwei, drei Probleme. Das eine war, dass für ein Biopic wurde das für mich irgendwie ein bisschen zu wenig alles irgendwie eingeordnet, weil irgendwie war ja dieser anstehende Deal mit Ford, der stand ja auch im Raum, wo dann Ford, Fiat und so weiter. Aber gefühlt hatten wir ja in dem Film Le Mans 66, wenn man sich erinnert, ging es ja auch um, irgendwie war das Gefühl später in Le Mans 66, wie das es hier thematisiert wurde, irgendwie hat es für mich nicht zusammengepasst irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Und dann, ich hatte ja letztens auch, was heißt letztens auch schon eine Weile her, hatte ich ja mal den Film House of Gucci geschaut von Ridley Scott, wo es um diese italienische Familie Gucci ging, mit den ganzen Querelen in der Familie und so weiter. Das hat mich leider hier sehr stark dran erinnert, dieses ganze Gemähre da mit Frau und mit. Natürlich hat der Film, Michael Mann versucht ja schon seit Ewigkeiten diesen Film zu machen, da wurden ja schon mal
diverse andere Darsteller dafür waren da im Gespräch. Christian Bale sollte es mal sein, Hugh Jackman sollte es sein und so weiter. Und jetzt nun mit den aktuellen Darstellern, mit Adam Driver, das ist ja nun schon irgendwie, ich weiß nicht wie viele Jahre, der das schon in der Produktion ist, der Film. Auf jeden Fall ist natürlich jetzt sehr ungünstig, dass so ein Film über solche italienischen Personen, also Penelope Cruz, was ist die, Mexikanerin oder nee, Kolumbianerin oder so, weiß gar nicht, oder Spanier, nee, Spanierin ist die, die kommt aus Spanien. Der Film hat natürlich einen ziemlichen Backlash bekommen mit, in Anführungszeichen, kultureller Aneignung, weil quasi Nicht-Italiener so italienische Koryphäen spielen und so. Ach ja, und ich glaube, da ist sehr viel Unruhe drin und ich hätte mir bei so einem, ja, bei solchen Biopics, wie gesagt, ich fand House of Gucci auch schon sehr, sehr langweilig, weil es wirklich nur um diese Familienquerelen ging. Ich mag das halt eher, wenn dann so ein bisschen so eine Story herausgestellt wird, wie jemand irgendwas erfunden hat, was dann zum Erfolg geführt hat oder sowas. Ich meine, da wäre ja bei Ferrari so viel drin gewesen. Ferrari hat ja so eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte dann noch hingelegt. Also so viele erfolgreiche Episoden. Und man fokussiert sich hier eher auf so dieses Drama, was aber auch nur kurz gezeigt wird. Und der Rest sind halt Familienquerelen. Ich weiß nicht, ob da der Fokus auf die richtige Episode gelegt wurde bei so einem Biopic. Vor allem, wenn du dir überlegst, was dieses Rennen ausgelöst hat, was da passiert ist bei diesem Straßenrennen und dass es einfach 3 Tage nach diesem verhängnisvollen Unfall beendet wurde und verboten wurde, dass man überhaupt je wieder Rennen auf italienischen Straßen fährt. Auf öffentlichen, vor allem nicht abgesperrte, ja, darum geht es genau, ja. Also, genau. Und das ist die Geschichte. Wie kam es da dazu? Wie haben die sich darauf vorbereitet, auf dieses Rennen und so? Ich finde, das ist eigentlich der Fokus der Geschichte. Und im Endeffekt wird es einfach nur am Rande erwähnt, dass das ganz schrecklich war und dass Enzo Ferrari das auch extrem getroffen hat, dass da Menschen gestorben sind und vor allem Kinder. Aber im Endeffekt sind es 10 Minuten vom Film, wenn überhaupt. Und dass das dann später verboten wurde und so, wird ja im Film auch gar nicht so krass thematisiert. Das wird dann am Ende eingeblendet als Text. Ja, genau. Ja, und ich mir denke so, das ist doch die Geschichte. Wie geht Enzo Ferrari damit um? Was passiert, nachdem seine Frau stirbt? Ja, wie geht's mit der Familie weiter? Bekennt er sich zu seinem Sohn? Das sind diese Sachen, ja. Und nicht das davor. Das sind ja oder auch Erfolgsgeschichte, ja, erfolgreiche Rennen oder sowas, ja, was hat dazu geführt, wie viel Entwicklergeist. Also es muss ja nicht nur Motorsport sein, also generell ist ja Ferrari eine Riesenmarke, also auch für normale Autos, ja, also Straßenautos. Und das wäre viel interessanter gewesen als dieses Blablabla-Drama drumherum. Ja. Frag mal ein Kind, ein kleines Kind, irgendwie zeichne mal einen Rennwagen, der wird dir garantiert einen roten Flitzer. Genau. Ja, klar. Aber hier, also weil das so ein bisschen irreführend, weil der Film heißt Ferrari, eigentlich sollte der Film Mille Miglia heißen, weil es geht eigentlich danke, eher... Danke, du kannst es aussprechen. keine Ahnung, ob es richtig war. wie meistens, wenn ich Fremdsprachen spreche, die ich nicht richtig kann. da quasi diese 1000 Kilometer, das 1000 Kilometer Rennen durch Italien ist ja... Und Ich weiß nicht. Also hat mich wirklich sehr, sehr komisch zurückgelassen. Also hat irgendwie den falschen Fokus gesetzt. Es war natürlich ganz gut inszeniert und so alles. Und ja, ich sage, der Film an sich ist gut. Aber ich fand den Film an sich ja gut. Gute Darsteller, hat mich wenig mitgerissen. Stellen. Gerade es gibt andere Biopics wie dieses Le Mans 66 oder so. Den habe ich auf Blu-ray hier stehen. Den finde ich immer noch der gut. Der ist super, ja. Und wer solche Straßenrennen aus der damaligen Zeit sehen will oder nicht Straßenrennen, überhaupt Rennen, empfehle ich den Film, der heißt nur Le Mans. Den habe ich auch auf Blu-ray. da war wirklich zur damaligen Zeit, wie sie den gedreht haben, Wahnsinn. Also da wirklich mit Filmkameras auf dem Cockpit vorne drauf montiert, große Filmkameras und die Leute sind trotzdem irgendwie ein paar hundert Sachen gefahren. Das ist absolut krass, von 1971 mit Steve McQueen. Ganz, ganz toller Film. Auch ganz viele handgemachte Stunts, da sind teilweise Abflüge von Rennwagen drin, bei voller Geschwindigkeit, alles mit Stuntmen gedreht, ja, nicht CGI und so, so ein großartiger Film. Ja.
Aber Ferrari, schwierig. Also von mir deswegen nur 5,5. Es war schon irgendwie über den Durchschnitt, aber ja, mehr auch nicht. Ja, ich gebe ihm 6,5 Punkte. Okay. War nicht schon gut. Alles klar, dann auf in den Serienbereich. Serien. Das Signal, The Signal auf Netflix. Genau, bei Das Signal geht es um den Sven. Sven. Der Sven. Der Sven. Gespielt von Florian David Fitz und seine Tochter Charlie, die ihre Mama abholen wollen. Also der Charlie ihre Mama abholen am Flughafen, die Paula. Und die ist gerade zurück von einer Weltraummission. Die ist nämlich, ich würde schon sagen, Astronautin. Allerdings nicht über die ESA oder die NASA oder so, sondern über ein Forschungsstipendium von einer indischen Milliardärin. Ich glaube, dass sie Inderin ist, ich weiß es nicht genau. Und die war eben als Astronautin auf der internationalen Raumstation, um da Forschung zu betreiben, zusammen mit ihrem Kollegen. Und die sollten jetzt eigentlich zurückkommen. Bei der Rückkehr auf die Erde war schon was ein bisschen seltsam. Das kam dem Sven schon ein bisschen komisch vor. Und zwar sind die Landungsschirme von dieser Kapsel, mit der die da zurückgekommen sind, relativ spät aufgegangen. Allerdings sind sie aufgegangen und er hat sich, das war halt nur so ein Gefühl von ihm und so. Und als sie dann am Flughafen sind, um die Paula abzuholen, hat der Flug erstmal nur Verspätung. Er trifft am Flughafen auch noch die Familie von der Paula, ihrem Kollegen, ihrem deutschen Kollegen. Die Frau wird gespielt von Milan Farouk und die hat zwei Kinder. Und die sind dann, wie gesagt, alle am Flughafen und wollen ihre Angehörigen abholen. Aber der Flug hat Verspätung und aus einer Verspätung wird ein Verschwinden und ein Kontakt, kein Kontakt mehr. Und alles ist ganz weird am Flughafen. Und dann wird eben festgestellt, dass die Verbindung zum Flugzeug abgebrochen ist. Und es ist alles sehr, sehr unklar. Und man weiß nicht genau, wo das Flugzeug ist. Es ist verschollen. Und dann geht man halt den einen oder anderen, kommt dann die Polizei hinzu und man geht dann den einen oder anderen Infos nach, die plötzlich da sind. Und dann kommt raus, dass auf einem Voice Recorder von dem letzten Funkspruch vom Flugzeug die Paula zu hören ist. Und dann ist unklar, haben die was mit dem Absturz zu tun oder ist das Flugzeug abgestürzt und wenn ja, wo. Und das ist alles sehr seltsam. Und die Presse macht dann natürlich gleich draus, dass die Paula schuld ist, dass das Flugzeug abgestürzt ist und dass sie schuld ist, dass da irgendwie hunderte Menschen gestorben sind und keine Ahnung. Man findet dann auch Überreste vom Flugzeug und dann ist klar, dass die alle tot sind. So. Warum heißt die Serie Das Signal? Denn es geht darum, dass, wie wir dann in der Serie erfahren, dass die Paula auf der Raumstation ein Signal empfangen hat. Und man ist sich aber am Anfang nicht ganz sicher, hat sie das wirklich empfangen oder hat sie irgendwie einen psychischen Schub? Mit einem Rückblick auf der Erde ist dann nämlich klar, dass sie schon mal ein Problem hatte, aber eigentlich Medikamente dagegen genommen hat. Das führt jetzt alles zu weit, man verrät zu viel. Wichtig ist auf jeden Fall, dass es wohl ein Signal gibt und dem sie dann nachgehen soll und das allerdings alles sehr, sehr, sehr seltsam ist. Und der Sven versucht das halt rauszufinden zusammen mit seiner Tochter und geht dann Hinweisen nach und versucht dann rauszufinden, was da halt passiert ist. Und uns wird halt parallel die Geschichte auf der Erde nach dem Absturz und als die Paula auf der Raumstation ist, erzählt. Worauf das hinausläuft, verrate ich nicht. Und was das Signal ist, verrate ich auch nicht. Man geht halt die ganze Zeit davon aus, dass sie vielleicht ein Signal von einer außerirdischen Lebensform empfangen oder sowas. Ja, aber eben ist alles ein bisschen seltsam, weil sie halt dann das Flugzeug abstürzt. Warum ist das abgestürzt? Hat sie damit was zu tun? Ist sie am Durchdrehen? Oder ist sie doch klar im Kopf und jemand will was vertuschen? Oder darum geht es in der Serie. So, mehr erzähle ich nicht, weil sonst ist viel zu viel verraten. Ich persönlich, bevor der Erik anfängt, mir hat es gefallen. Ich fand die Serie
relativ spannend. Das hätte vielleicht noch spannender sein können. Ein bisschen zu viel drumrum war. Schauspielerisch fand ich Florian David Fitz super. Die Paula streckenweise nicht ganz so toll. Die wird übrigens gespielt von Perry Baumeister. Die Charlie, ist halt die Kinderdarstellerin. Ja, das soll ich mal sagen. Glaube ich, ihre erste Rolle gewesen. Ich finde hier nicht mal auf Anhieb, wie die Schauspielerin hieß. Ist ja auch egal. War okay. Ich fand's in Ordnung. Deutsche Produktion, mein Gott, muss man Abstriche machen. Es ist halt nicht Dark oder irgendwas Vergleichbares. Mir hat's gefallen. Ich fand das Ende sehr überraschend, weil ich mit allem gerechnet hatte, außer damit. Der Erik hat mir dann später gesagt, das ist geklaut, das Ende, das ist geklaut. Woher, sagen wir nicht, weil sonst wissen es ja alle. Ich sag's. Nee, Quatsch. Mir hat's gefallen. Ich weiß, dass es Erik nicht gefallen hat. Ja, was heißt nicht gefallen? Nee, nicht gefallen ist vielleicht ein bisschen zu hart. Ich fand diese mysteriöse Grundstimmung ganz gut und auch so dieses Mysterium, was da aufgebaut wird. Und ich fand, es hätte ein bisschen besser erzählt sein können, weil es wird sehr viel mit Rückblenden und dies und das und du weißt jetzt gar nicht, was passiert jetzt parallel, weil du siehst teilweise parallele Geschichten, die passieren und du siehst irgendwelche Rückblenden und du weißt dann gar nicht mehr, ist das jetzt eine Parallele, ist das eine Rückblende? Irgendwie kommt man da ein bisschen raus. Dann fand ich es teilweise schauspielerisch unter aller Kanone, insbesondere von Nebendarstellern. Also ich sag mal, alle, die auf der Raumstation waren, die kannst du alle mal zur Nachschulung schicken. Also das ist ja huiuiui. Also schwierig. Schwierig. Katharina Thalbach, super. Also die hat es dann wieder ein bisschen rausgerissen. War dann leider auch ab einem bestimmten Punkt nicht mehr da. Will jetzt mal nicht sagen, warum, aber es war ganz witzig. Florian David Fitz, super gespielt. Nilam Farouk, super. Aber so die anderen, da hätte man vielleicht ein bisschen, das Casting hätte schon ein bisschen besser sein können. Merit Becker war auch super, aber gerade so alles, was so die B-Riege war dahinter, schwierig. Da bin ich echt immer rausgekommen. Und dann das Ende, das hat es für mich dann eigentlich, wo ich dachte, was, das soll es jetzt sein, Leute? Also das ist ja wohl das Einfallsloseste von allen, wenn man ein bisschen Filme geguckt hat. Ich will jetzt nicht sagen, was man speziell geguckt haben sollte, aber es gibt einen sehr ikonischen Film. Und es ist eigentlich 1:1. Ja. Ich verstehe die Kritik, aber es ist besser als die Alternative. Ja, alles gut. Aber ich meine, da hätte man ein bisschen einfallsreicher sein können. Ja, irgendwas anderes. Nicht genau dasselbe. Ja. Und das, also gerade das Ende und dieses Komische mit dieser indischen Frau und die hat auch total schlecht gespielt. Oh. Ja, die war komisch. Ach, wo dann in der vorletzten Folge, wo es dann so ein bisschen aufs Ende zuging, wo ich da, und dann hat die noch so viel Raum bekommen in der Folge. Schwer durchzuhalten. Aber gut, mich interessiert jetzt das Ende. Ich will das Ende sehen, was die Kate so gut fand. An sich schade, weil an sich ist echt gut gefilmt, gut gedreht gewesen aus Deutschland. Farid Adem hat mit produziert, das ist eine Produktionsfirma. Da steckt echt viel drin und aus der Rubrik hätte richtig geil werden können. Ich habe das auch so ein bisschen beobachtet. Ich bin ja nicht auf den ersten Hype-Train aufgesprungen, denn das ging ja extrem los am 7. März. Da war ich gerade nicht da, sonst hätte ich wahrscheinlich gleich am Anfang die Serie auch geschaut. Ich habe das aber mitbekommen, wie das so rumging. So, ja, ich schaue jetzt das Signal und ja, das ist geil und so. Ist gerade auch in der englischen Bubble. Und haben ja wahnsinnig hohe Klickzahlen bekommen bei Netflix. Mhm. Allerdings sind die Wertungen extrem runtergegangen. Also das war wie so ein Peak am Anfang, als alle das noch geil fanden. Und dann irgendwie weiter die Leute nach vorne geschritten sind in der Serie, umso weiter ging dann die Abwertung. Man kann sich ja bei so Ratingportalen kann man ja anschauen, wie sich das zeitlich entwickelt hat, die Bewertung. Und das ging wirklich runter, sodass jetzt bei IMDb, habe ich gerade auf, liegt es bei 5,9. Bei Moviepilot 4,7.
Ja, und das trifft es dann auch, glaube ich, ganz gut, so von der Wertung her. Ich liege da auch so im Durchschnittsbereich, weil, ja, gut produziert, gut gedreht, leider etliche Schwächen. Und deswegen von mir auch 5 Punkte, falls wir Wertung geben für Serien. Ja, 5, ja, wäre ich auch dabei, weil es schon gut war. Aber ja, es gibt halt Abstriche, die man machen kann. Aber es ist keine Serie, wo ich denke, das ist absolute Zeitverschwendung, die zu gucken. Nee, Zeitverschwendung ist nicht. Und das gibt es halt auch. Ne? Also hat halt Defizite. Wo ich anfange und nicht mehr weitergucke, weil sie einfach doof sind. Das Schöne ist halt, dass das hier aus einer Feder kommt, die eben nicht so von diesen üblichen Verdächtigen produziert ist. Ja. Also wie der Mann im Berg oder sowas, die ja sehr viel für Netflix, sondern eben mal eine, ja, mit Fariadim und seiner Produktionsfirma und auch in Deutschland gedreht, in Bavaria Studios in Leipzig haben sie ein bisschen was gedreht, was die Flughafenszenen, finde ich echt schön. Und da ist auf jeden Fall Potenzial da bei der Produktionsgesellschaft. Ich hoffe, dass dieser wahnsinnige Erfolg von den Zuschauerzahlen, dass der dazu führt, dass sie auf jeden Fall noch weitere Sachen machen können. Aber dann bitte ein bisschen mehr Sorgfalt beim Thema Drehbuch und Casting, würde ich mir wünschen. Ja. Okay, Serienneustarts tatsächlich, genau. Ich habe ja hier so eine kleine Rubrik eingeführt. Kate, wenn dir irgendwas auffällt, was da demnächst kommt, kannst du gerne auch Three was hier body mit... Problem. Ja, Three Body Problem. Gut, dann nehme ich das erstmal, weil das habe ich auch mit auf der Liste. Three Body Problem startet am... war nicht mein erstes auf der Liste. Nächste Woche, glaube ich. Ja, hier am 21. März. Ja. Three Body Problem basiert auf einem bekannten Buch, was in der deutschen Übersetzung heißt Die drei Sonnen. Ist ein Drama, Science-Fiction-Serie. Und das erste Buch, wovon die aktuelle Staffel handelt, erzählt die Geschichte von Ye, die nach dem Tod ihres Vaters durch die Roten Garden während der Kulturrevolution versucht, die Außerirdischen bei der Invasion der Erde zu helfen, während verschiedene Fraktionen auf der Erde unterschiedliche Wege planen, die Außerirdischen willkommen zu heißen. Es gibt da offensichtlich eine Invasion und... ja, das klingt sehr spannend alles mit diesen verschiedenen Fraktionen. Und wenn das ein gutes Buch ist und gut umgesetzt ist, oh, das könnte ein richtiger Hit werden für Netflix. Aber da hängt halt viel dran. Als einer der Darsteller, den man kennen könnte, zum Beispiel Benedict Wong ist dabei. Der hat ja bei den Marvel-Filmen auch mitgespielt gehabt, hier bei Doctor Strange. John Bradley ist dabei, den kennt man aus Game of Thrones. Der war der etwas fülligere bei der Nachtwache. Wen haben wir noch? Weiß gar nicht. Glaube, die anderen kennen wir nicht. Auf jeden Fall sehr sehenswert. 21. März ist ja bald, 4 Tage. Dann eine Serie auf Apple TV Plus, die heißt Palm Royale. Schon mal davon gehört. Startet am 20. März. Sagt mir was. Da spielt Kristen Wiig die Hauptrolle und das Ganze spielt so in den in der Flower Power Zeit und sie fährt dann nach, ich glaube, Florida, um sich dort ein bisschen rein zu sneaken in dieses ganze Palm Beach, in diese High Society und der Trailer sah sehr, sehr lustig und cool aus und wie sie da versucht, da ihren Weg zu finden. Kann man, glaube ich, mal gucken. Wir haben ja schon festgestellt, Apple TV Plus, die machen echt gute Sachen. Habe ich Hoffnung. Dann eine Serie aus Thailand, die da ein Riesenerfolg war. Vielleicht bei uns auch. Ist aber ein bisschen schwierig für Serien aus der Region. The Believers, da geht es darum, also die startet auf Netflix. Muss ich kurz gucken. The Believers, wo haben wir es denn? Einen Moment. The Believers. Believers, hier, 27. März. Und da geht es darum, dass drei junge Unternehmer auf eine Geschäftsmöglichkeit stoßen, mit der sie die Schulden ihres gescheiterten Startups zurückzahlen können, indem sie nämlich die religiösen Überzeugungen von Menschen ausnutzen. Sie finden irgendeinen einsamen Tempel da, gibt es ja in Thailand sehr viele, und machen da so mit Marketing da ein neues Image und verkaufen dann so esoterischen Scheiß und so weiter. Und, das ist die Krimiserie, ne? Ist das eine Krimiserie? Bin das gar heißt nicht sicher. So. Ja? Thriller-Krimi. Ich glaube, das hier ist eher so eine etwas amüsantere. Okay. Ja, vielleicht werden sie dann von der Polizei gejagt, kann sein. Klingt aber auf jeden Fall ganz lustig. Und dann noch, jetzt muss ich kurz gucken, wann die startet. The Baxters auf Prime Video am 28. März. Ein religiös angehauchtes Familiendrama. Ja,
Ich das ist lese, ja voll was für dich. Ich lese jetzt nicht die ganze Geschichte vor, aber vielleicht gefällt es ja jemand. Und die Romane folgen dem Ehepaar Elizabeth und John Baxter sowie ihren 5 erwachsenen Kindern. Die erste Staffel stellt dabei die Tochter Carrie ins Zentrum. Die muss erkennen, dass ihr Ehemann, Uniprofessor, eine außereheliche Affäre hat mit ihrer Familie und ihrem religiösen Glauben. Muss Carrie mit der Situation fertig werden, ergründen, ob die Ehe noch zu retten ist. Ja, also mein Ding ist nicht, aber ich möchte es hier mal vorgestellt haben. Und dann noch ganz kurz, weil ich gerade die Neustarts auf den Seriensachen, auf den Portalen offen habe. Auf Amazon Prime startet der Film neu, Sympathy for the Devil mit Nicolas Cage und Iron Sky, wer den noch nicht gesehen hat, Nazis auf dem Mond, sehr lustig, mit Crowdfunding damals. Und auf Netflix, weil wir es vorhin gerade hatten, startet der Film oder ist gerade neu gestartet am 15. März, der Film Le Mans 66 gegen jede Chance. Und wer auch noch Rennsport mag, die Doku Schumacher läuft dort auch jetzt auf Netflix seit dem 15. März. Habe ich schon gesehen. Okay. Und offensichtlich gibt es bei Disney Plus jetzt Taylor Swift The Eras Tour, sehe ich jetzt. Ja! Aber das hast du ja schon mit gesehen. Mit 4 weiteren Akustik-Songs, die es bisher nicht gab. Es ist quasi Taylors Version. Das Pferd wird geritten, bis es bricht, ey. Ja. Ist mir egal. Okay. Das waren die Neustarts der Woche hier im Serienbereich und ein paar Filme dabei. Und sofort geht's in die Musiktipps rein für unsere Playlist, wenn ich hier endlich mal den Button finde. Da ist er! Music. Kate, was packst du da drauf? Mein Mann hat ja eine wunderbare Playlist erstellt, die nennt sich Alina Learns to Rock, wo wir richtig tolle Rockmusik draufpacken, damit unsere Tochter das lernt. Dass es gute Musik war, die neue Musik scheiße ist. und da sind einfach ein paar gute alte Songs drauf gewandert, die ich jetzt auch wieder mal gehört habe. Und deswegen habe ich diesmal ausgewählt von Good Charlotte The Anthem. Okay, habe ich draufgepackt, live. Chris, was machst du? tatsächlich auch eine Band, die auf dieser Playlist auch vertreten ist, aber jetzt für einen aktuellen Kinofilm einen Song adaptiert hat. Und zwar Tenacious D mit Baby One More Time. Oh, das ist cool. Ja, sehr cool. Und ja, ich mag ja so Live-Sachen. Ich pack drauf von Life is Life. Von na, Division na, 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 na. I Regret in der Live-Version. Die habe ich letztens mal wieder gehört. Saugeil. So, ist jetzt alles drauf. Dürft ihr gerne abonnieren, liebe HörerInnen, auf Spotify, was ja fast jeder hat. Kann man sogar kostenlos mit Werbung haben. Gibt es eine Playlist, die heißt Kinocast Songs und die dürft ihr gerne mal abonnieren. Da habt ihr eine bunte Mischung aus unseren Musikgeschmäckern und was so die Alina jetzt zu hören bekommt. Okay, dann schauen wir mal, was uns morgen in der Sneak Preview erwartet und ja, hören wir uns nächste Woche wieder zur nächsten Sendung Kinocast. Vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss. Auf Wiederhören. Macht's gut. Tschüss. Bis bald im Kinocast.